16. Oktober, unsere Sendung aus dem Bundestag. Zu Gast ist heute Hartmut Ebbing. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter und zum ersten Mal im Parlament. Wir haben schon darüber gesprochen, wie man sich so gefühlt hat in der Wahlnacht. Und jetzt beginnt die Routine. Sondierungsgespräche beginnen. Die FDP ist mit 6 Delegierten dabei oder Abgesandten, wie immer man das nennen will. Und die anderen marschieren gleich in fast Kompaniestärke auf. Ja. Und meine letzte Frage war ja vor der Pause, reden Sie so untereinander, was wir unbedingt durchsetzen müssten. Was hätten Sie denn ganz gerne, was unbedingt im Koalitionsvertrag mit FDP, Tinte und Handschrift geschrieben sein müsste? Also ich glaube, das ist auch eine große Eigenschaft auch der 80, zumindest so wie sie jetzt auftritt und wir auch uns auch bemühen möchten, auch in den nächsten 4 Jahren aufzutreten. Wir haben ja eine Woche vor der Wahl haben wir ja noch einen Bundesparteitag gehabt und haben 10-Punkte-Plan aufgestellt. Und die 10 Punkte, das sind eigentlich die, mit denen wir auch in die Koalitionsverhandlungen reingehen möchten oder in die Sondierungsgespräche reingehen möchten. Und da steht an erster Stelle natürlich das Thema Bildung, dann steht Digitalisierung da. Wir möchten Europa verfestigen und wir möchten ganz gerne Verwaltungsstrukturen vereinfachen. Mal, dass ich da nachfrage. Bildung klingt immer gut. Da sagt doch jeder, Bildung als Bundestagsabgeordneter, was hast du mit Bildung zu tun? Das ist doch Ländersache. Ja, was will die FDP da machen? Genau, weil es noch Ländersache ist, ist es ja auch das Thema, dass wir, da brauchen wir natürlich auch ein paar mehr Stimmen für, aber wir möchten ganz gerne das Kooperationsverbot entweder aufheben oder lockern. Das müssen wir noch mal kurz erklären. Das heißt, der Bund darf sich nicht um die Bildungssachen der Länder kümmern. Ja. Kooperationsverbot, genau. Das wollen Sie aufweichen oder ganz abschaffen? Ja. Ja, weil die Vergangenheit und die Erfahrung hat gezeigt, dass wir auf der einen Seite auch bedingt durch unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten in den Ländern wir einfach ein Bildungsgefälle haben innerhalb des Landes. Innerhalb von Deutschland haben wir ja Bayern als Spitzenreiter. Berlin ist immer unten drunter. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir innerhalb eines Landes wirklich dermaßen Differenzen haben in der Bildung. Es kann auch nicht sein, dass wenn jemand aus Berlin nach Bayern umzieht, weil Eltern oder Vater, Mutter beruflich einen Wechsel haben, dass das Kind, was aus Berlin kommt, erstmal ein Jahr nachholen muss, um in Bayern in die Schule zu gehen. Da muss was getan werden. Und deshalb haben wir das einfach auch aufs Programm gesetzt. Wir müssen das einfach durchweichen, entweder ganz aufheben oder... Aber Chancen dafür sind eher gering. Ich glaube nicht, dass sie gering sind, weil zumindest in den Wahlprogrammen haben auch die großen Parteien das Problem erkannt. Und wenn SPD, selbst SPD könnte ja auch aus der Opposition heraus sagen, okay, das ist ein gutes Thema, da stimmen wir sozusagen nicht dagegen und haben dann entsprechend die Mehrheit, um das Grundgesetz entsprechend zu ändern. Ich bin mal gespannt. Wir werden ja einige Male in den nächsten 4 Jahren hier zusammensitzen, wie weit Sie das schaffen. Ich, wenn ich jetzt mit Ihnen wetten würde, würde ich sagen, das schaffen Sie nicht. Und Sie halten dagegen. Ja, genau. Wir sagen nicht den Einsatz, aber wir werden das jedes Mal ansprechen, wenn der Ebbing dann hier ist. Zweiter Punkt war, was Sie unbedingt reingeschrieben haben wollen. Digitalisierung ist ein wichtiger... Also sagen alle, ja, ist prima. Genau. Und weil es alle sagen, ist prima, wird es vielleicht geht es da vielleicht schneller als mit der Bildung. Wetten wir nicht. Da wetten Sie nicht. Gut. Wollte ich sagen. Ja. Das wollen alle, aber keiner weiß genau was. Also sind Sie denn konkret gefragt für den Bundesdigitalisierungsminister. Ja, das ist ja das, was auch Christian Lindner einfach so als Forderung in den Wahlkampf wirklich reingebracht hat. Wir brauchen ein Digitalministerium. Das ist einfach eine Forderung, was aber heißt, wir haben ja Digitalisierung, muss ja sozusagen auch fächerübergreifend wirken. Von daher ist das eigentlich eine Aufgabe, die in jedem Ressort stattfinden muss und die leider in Deutschland einfach vernachlässigt wird. Also da sind wir ja ganz weit hinten, wenn wir vergleichen, was Estland und was die nordischen Länder, was Schweden, Norwegen, was die eigentlich schon können in Sachen Digitalisierung. Was haben wir denn verpasst? Ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen, was so ein
Digitalisierungsminister machen sollen. Sie haben ja eben so mit dem Halbsatz gesagt, jedes Ministerium macht das ja eigentlich schon nebenbei, oder? Also sollte es, müsste es nebenbei so machen können. Ja. Also frage ich mich ja, wozu braucht man jetzt noch einen Digitalisierungsminister? Naja, es wird einfach nicht nebenbei gemacht, weil jeder noch auf seiner alten Schreibmaschine tippt, sage ich es mal so ganz, also mal bildlich gesprochen. Wir haben einfach den Anschluss verloren, was die Möglichkeiten angeht. Wir wissen das ja aus Berlin. Also normalerweise müsste man ein Auto am Computer ummelden können. Da gibt es ja gar keine Gründe, ja, warum nicht. Da nicht hinfahren. Genau, warum müssen Sie oder ich da hinfahren? Warum müssen Sie sich einen Termin holen, um dann, wenn Sie hinfahren, merken, also der Computer ist ausgefallen, Sie können auch Ihr Wunschkennzeichen gar nicht bekommen, weil das, was eigentlich als Idee da ist, nicht funktioniert. Also das kann nicht sein. Jeder kann sich ein Bankkonto bei jeder Bank online aufmachen, nur können wir ja nicht uns... Oder einen Ausweis verlängern. Genau, muss ich hin? Ausweis verlängern, wenn Sie umziehen, müssen Sie... Also das kann aber nicht wahr sein. Also das ist wirklich, da sind wir wirklich hinterwäldlerisch und das, da müssen wir mal ein bisschen... Oder auch, also auch das gesamte System, auch wiederum Querschnitt zur Bildung, auch dort kann es nicht sein, dass die Kinder ja mehr wissen über PC als die Lehrer. Also ihre Notebooks und weiß ich was auch immer. Manchmal. Aber ich wundere mich immer noch mal zur Bildung zurück, so ganz nebenbei gesagt, was wir vor ein paar Tagen gelesen haben, dass die Hauptschüler, die Grundschüler gar nicht mehr richtig schreiben und lesen können. Da hilft der Computer vielleicht dann auch nicht. Gebe ich Ihnen recht. Das hat eben tatsächlich wirklich auch nicht mit Digitalisierung zu tun, sondern das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass man, glaube ich, also viele, viele Kinder schon früher abholen muss. Also man muss leider offenbar früher die Kinder sozusagen in die Kindergärten sozusagen integrieren. Einfach richtig und, wieder schreiben lernen. Ja, und einfach wirklich schreiben lernen und wirklich schreiben lernen, schreiben, lesen, rechnen, das sind natürlich Sachen, die Kenntnisse, die wir auf jeden Fall, die müssen wir einfach allen Kindern beibringen, ist ja logisch. Ja, aber dann nützt die ganze Digitalisierung nichts, wenn ich die Handbücher fürs Programmieren nicht lesen kann. Ich habe nicht gesagt, dass wir Digitalisierung gegen eine ordentliche Grundausbildung nehmen, sondern Digitalisierung muss ja zusätzlich sein und nicht sozusagen entweder oder. Das ist, glaube ich, falsch verstanden. Also Deutschland modern machen, aber Deutschland auch wieder fit machen für eine Moderne. Na klar. Ja, Schwerpunkt. Da wetten wir nicht, da bin ich voll mit Ihnen d'accord. Da bin ich mal gespannt, wie weit Sie das schaffen. Ja. Denn eigentlich wollen das alle. Und ich wundere mich immer, wenn alle was wollen und es trotzdem nicht passiert, woran nichts. Ich bin ja Neuling in der Politik, ja. Von daher bin ich auch gespannt. Vielleicht kriege ich ein paar Erkenntnisse, warum ja, genau das. Und die erzählen sie uns denn. Die kann ich dann erzählen, warum genau. Warum das denn plötzlich nicht funktioniert. Ja. Diese berühmten dicken Bretter, die man ja bohren muss, offenbar. Ich bin auch gespannt, woran das liegt. Ich meine, natürlich ist ein Dampfer, ein großer Dampfer ist etwas schwieriger zu steuern als ein kleines Segelboot. Vielleicht liegt es daran, aber auch da müssen wir vielleicht versuchen, irgendwie auch ein bisschen agiler zu werden. Agiler ist, glaube ich, ein richtiges Wort. Und wer neu ist, bringt immer noch genügend Schubenergie mit. Ja, man merkt es bei Ihnen. Mal sehen, wie lange das hält. Ne? Jetzt hätte ich fast gesagt, mal sehen, wie lange das anhält. Genau. Ja, ich hoffe, die ganzen 4 Jahre. Ja, das würde ich mir wünschen. Dritter Punkt, den Sie eben genannt haben, von den Schwerpunkten der FDP, die Sie unbedingt in die Koalitionsvereinbarung, sofern sie denn kommen sollte, hineingeschrieben haben wollen. Ja, ich hatte ja eben gerade gesagt, Europa. Also Europa, glaube ich, spielen wir als Deutschland eine ganz wichtige Rolle. Wir haben ja schon eine sehr große Linie zu Frankreich, aber wir sollten tatsächlich Europa auch stärken. Was heißt das denn eigentlich? Das ist immer so leicht gesagt, Europa stärken. Wie? Ja, es ist ja zurzeit noch so, dass, glaube ich, jedenfalls von der Mentalität ja auch der einzelnen Staaten wir eigentlich kein richtiges
europäisches Bewusstsein haben. Das ist auch eine Sache, die man gar nicht, die man ja ähnlich wie auch, wie ja auch wissen, aus der Zeit, nach, also aus der Wiedervereinigungszeit, das dauert halt auch, bis Sachen zusammenwachsen. Aber da müssen wir, glaube ich, schon einfach auch ein bisschen mehr hinarbeiten, dass wir, das kann man nicht aufoktroyieren, aber es muss ein europäisches Gefühl werden. Dazu muss natürlich auch wichtig sein, es ist wichtig, dass eben auch jeder einzelne Bürger erkennt, dass Europa auch Vorteile hat und kein Verwaltungsmonstrum ist, was ich sowieso nicht verstehe als normaler Bürger, sondern was mir auch wirklich Vorteile bringt und die müssen wir ja einfach auch als Politiker rüberbringen und auch versuchen, den Bürgern darzustellen. Es gibt so viele Vorteile, muss man die nicht stärker ins Bewusstsein holen. Für die Jugendlichen, Erasmus-Programm, die können in allen europäischen Ländern studieren. Wir alle fahren quer durch Europa ohne Grenzkontrollen. Wir alle bezahlen in 19 europäischen Ländern, in 19 mit dem Euro, mit einer Währung. Das sind doch alles immense Vorteile gegenüber, sagen wir mal, als wir beide 10 Jahre alt waren. Das wissen Sie, Herr Brinkmann, das weiß ich auch, aber das wissen offenbar, das fühlen und spüren offenbar nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Da ist eine relativ hohe Unzufriedenheit da und ich denke, das muss einfach ein bisschen auch breiter umgesetzt werden oder auch spürbar gemacht werden. Ich weiß auch nicht, habe ich auch keine Wunder vor, das keine Wundertüte. Das wird sich dann zeigen, wenn Sie jetzt in den Kommissionen sitzen und vielleicht im Europaausschuss. Gibt es den überhaupt? Ja, ich glaube, ich gibt es, genau. Ja, vielleicht landen Sie denn da. Ja, wir sind leider am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Hartmut Ebbing, neuer FDP-Bundestagsabgeordneten aus Berlin und es geht am 24. los. Sie wissen zwar noch nicht, wo Sie ein Büro haben, aber am 24. Oktober, das ist jetzt bald, konstituierende Sitzung. Da wird noch nicht die Regierung gebildet, sondern da setzt sich der Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Regierung, vielleicht Januar, Februar, wer weiß mit der FDP, wer weiß. Bis dahin sehen wir uns nochmal und dann werden wir die gegenwärtige Lage, aktuelle Lage erörtern. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wie immer mit unserer Sendung aus dem Bundestag jeden Montag 20.15 Uhr und dann haben wir einen Gast hier, der uns ganz aktuell berichtet, was in dieser Woche geschehen ist oder geschehen soll und muss. Herzlichen Dank und tschüss.